Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine, naja, tatsächlich regulatorische Rahmenbedingung oder erstmalige Festlegung rund um ganz konkrete Smart-Metering-Prozesse, die dann irgendwann mal auch tatsächlich eine ernsthafte Bedeutung haben werden in unserer deutschen Energiewirtschaft. Wir haben hier am 21. November 2022 einen Beschluss oder eine Festlegung zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen, der sogenannte Universalbestellprozess. Ich glaube, wir haben schon mal grundsätzlich was zum Universalbestellprozess gemacht, aber wir haben jetzt eben eine Entscheidung, eine finale Festlegung, einen Beschluss vom eben auch heutigen Datum mit zwei Anlagen. Dabei handelt es sich dann um die jeweilige Änderungsfassung von einmal GPKE, also den Lieferantenwechselprozessen, Standardprozessen und so weiter, und einmal noch die WIM, also die Messwesenprozesse. Änderungsfassung heißt, da ist die alte und die neue Version, da sind Änderungen farblich hervorgehoben. Unten sind nochmal Lesefassungen, also wer lieber ohne Anstreichungen, ohne Änderungshinweise lesen will, sondern das finale Ergebnis haben will. Hier unten ist dann die noch unverbindliche Variante, die hat noch keine Fehlerkorrekturen oder ähnliches. Wirksamkeit immer 2 Wochen danach, ne? Also das wird jetzt noch im Amtsblatt der Bundesnetzagentur erscheinen und dann ist das 2 Wochen danach zugestellt. So. Wir gucken ruhig mal in diesen Beschluss rein. Der ist nämlich erfreulicherweise nur 31 Seiten lang, ne? Also nicht so, wie wir es gerne mal gewohnt sind, über 100 Seiten. Und hier steht dann schlussendlich, ne? Die Beschlusskammer 6 hat beschlossen, Anlage 1, GPKE, wird gemäß dieser Anlage 1 also geändert zum 1. Oktober 2023. Das heißt, zum 1.10.2023 haben wir dann auf jeden Fall Änderungen in der GPKE. Und ich springe mal hier auch noch auf drittens. Ebenso Anlage 2 und das ist dann die WIM zum Oktober 23. Das heißt, wir werden also diese beiden Marktregeln für den Strombereich im Oktober 23 mit ein paar Änderungen sehen. In Tenor Ziffer 2 steht außerdem abweichend von den GPKE-Änderungen oben findet in der Anlage 1 Kapitel Römisch 3.5 die Prozessbeschreibung Steuerbefehl vom Netzbetreiber oder Lieferanten an den Messstellenbetreiber in deinem Prozess nebst Verwendung des für die Abwicklung notwendigen API-Webdienstes erst zum 1.4.24 die Anwendung. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Aspekt, einen Prozess, der erst ein halbes Jahr später operativ wirken wird. Wir sehen auch gleich, was dahinter steckt. Also, kurz gesagt, wir werden zwei Marktregeln zum Oktober nächsten Jahres neu haben und dann nochmal eine kleine Anpassung erst zum April 24. Das reiht sich jetzt auch so ein bisschen ein. Wir haben nämlich das ein oder andere ja auch schon für nächstes Jahr eingeplant, unter anderem die Trennung der UTMD. Das kam jetzt auch erst vor kurzem auf unserem Kanal und so weiter. So. Danach hier unter Römisch 1 und so weiter finden wir erstmal ja Begründungen, warum tun wir das? Es geht schlussendlich um die intelligenten Messsysteme, die dann jetzt tatsächlich auch mal irgendwann eingebaut werden sollen und die ja auch dann was können sollen, unter anderem, naja, Übermittlung von Netzzustandsdaten ist ein Speicherleistung und perspektivisch auch die Steuerung von Anlagen und Verbrauchseinrichtungen über das intelligente Messsystem. Und damit wir das können, also damit wir in der Lage sind, in unserer etablierten Struktur mit Marktteilnehmern, ja, sowas dann umzusetzen, dass da am Ende des Tages eine Art Smart Home Technologie vielleicht auch rauskommt. Dafür müssen wir jetzt Regularien schaffen, wir müssen klare Prozessvorgaben schaffen, die dann eben beschreiben, wie das zwischen Versorgern, Netzbetreibern, Messstellenbetreibern und so weiter aussehen soll. Naja, das ist auf jeden Fall, ja, vielleicht wieder überformalisiert, aber in unserer aktuellen Situation, in unserer Branche sicherlich notwendig. Es geht um schnelle, massengeschäftstaugliche Abwicklung von Angebotsprozessen, Bestellprozessen, Reklamationsprozessen, Konfigurationsprozessen und Abrechnungsaufgaben. Naja, das ist halt auf jeden Fall klar, wenn wir jetzt in Zukunft Tätigkeiten über den Smart Meter laufen lassen wollen, die wir bisher auch so noch gar nicht kannten, müssen wir all das rundherum auch irgendwie abbilden als Standardprozesse, damit das eben, ja, wie es oben steht, massengeschäftstauglich ist. Ich werde jetzt mal sehr weit runterscrollen, weil es kommt eine ganze Menge Erklärung, wer alles
hier Stellungnahmen veröffentlicht hatte und noch ein paar Hinweise zur Rechtmäßigkeit des Beschlusses, auch unter Beachtung von europäischen Rahmenbedingungen etc. Das ist dann erstmal ein bisschen allgemeines Plapla zu der Veröffentlichung der Bundesnetzagentur. Römisch 2 Rechtsgrundlagen immer noch ähnlich. Hier geht es darum, nochmal darauf hinzuweisen, warum man das jetzt also macht und dass man das kann, auf Grundlage von welchen Gesetzen und Verordnungen passen wir jetzt hier was an. Bla bla bla. Formelle Rechtmäßigkeit, ja, die Bundesnetzagentur ist zuständig und darf das alles. Formgerechte Zustellung, bla bla bla. Materielle Rechtmäßigkeit, Aufgreifer ermessen. Hier kommt nochmal der Hinweis darauf, dass die Bundesnetzagentur also sieht, dass der Markt hier unbedingt eine Regelung braucht. Und wir sehen hier auch schon was von Einführung der Netzlokations-ID. Ich habe die NeLo-ID irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich, auf dem Kanal. Wir gehen mal noch weiter. Ausgestaltung der Vorgaben im Detail. Ja, schön und gut. Und dann, weil, ne, Ausgestaltung der Vorgaben im Detail, dann kommt die wirklich inhaltliche Erklärung der Änderungen. Das heißt, ab Seite 15 könnt auch ihr genau nachlesen im Fließtext, was jetzt hier warum passieren soll. Und wenn wir sehen, dass das Dokument sowieso nur noch dann 16 Seiten hat, das kann man sich theoretisch wirklich durchlesen, wenn man mal eine freie Minute hat oder ein paar freie Minuten. Wer jetzt aber auch überhaupt erstmal wissen will, worum geht's, ne, der liest erstmal die Zwischenüberschriften, also die mit den drei Ziffern. Einführung des Objekts der Netzlokation als Identifikator des Netzanschlusses. Ah, darum geht es also schon mal. Ich scroll währenddessen schon mal auf den nächsten Punkt, damit wir erstmal einen Überblick haben. Dann Erweiterung des Teilnehmerkreises am Austausch von Kommunikationsdaten per EDIFACT, also zum Beispiel die PARTIN als Kommunikationsaustauschformat, wo dann die Öffnungszeiten und die Kontaktdaten von verschiedenen Abteilungen drinstehen können. Das sollte jetzt auch für alle Rollen also aktiviert werden. Dann Einführung von universell nutzbaren Prozessen für die Bestellung und Abwicklung von Zählzeit, Schaltzeit und Leistungskurvendefinition. Ah, hier wird es dann langsam konkreter rund um die Anwendungen am Smart Meter, könnte man so sagen. Wir gehen mal noch weiter auf die Prozesse zur Ausführung eines Steuerbefehls von Netzbetreiber oder Lieferant an den Messstellenbetreiber, ne, Steuerung hier auch wieder auf den Smart Meter bezogen, auf die Geräte bezogen, die drumherum anliegen. Und dann scrollen, scrollen, scrollen. Austausch von Preisblättern und Abrechnung von Zählzeit, Schaltzeit und Leistungskurvendefinitionen. Leistungen des Messstellenbetreibers. Ja klar, wenn der jetzt was tut, dann muss er dafür auch bezahlt werden. Wir haben bereits etablierte automatische Abrechnungsprozesse, die werden jetzt also erweitert, Preisblätter und danach die Abrechnung als solche. Und dann in der WIM, Kategorisierung von Werte, Übermittlungstypen und Übermittlung von Werten nach Typ 2. Typ 2 schlussendlich sind halt die nicht richtigen Zählerstände. Ne? So könnte man das in etwa sagen. Die werden in der WIM also nochmal weiter aufgeschlüsselt. Da gibt es ja klassischerweise auch die Tabelle der zu übermittelnden Werte. Ne? Dann wird das hier wahrscheinlich weiter ausdefiniert. Angleichung der Preisplatzsystematik des Preisplatz für moderne Messer und IMS. Naja, klar, wenn wir jetzt die Abrechnungen machen und Preisblätter anpassen, dann muss das auch in der WIM hier weiter angepasst werden. Dann Abrechnung der Leistung des Messstellenbetreibers an den ESA, an diesen dienstleistenden Energieserviceanbieter. Und Klarstellung hinsichtlich der Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs. Anscheinend gab es da bisher noch offene Fragen. Die wurden abgeklärt und weitere Folgeanpassungen. Da gibt es ja notwendige Folgeanpassungen, im Wesentlichen die Prozesse zum Beginn des Messstellenbetriebs, also auch Verpflichtung des grundzuständigen Messstellenbetreibers. Hier haben wir also vor allem, ich sag mal, kleinere Logikanpassungen dann an bestehenden Prozessen, die jetzt nicht neu dazugefügt werden, sondern einfach nur aktualisiert werden, der Realität angepasst werden und dann sonstige Änderungen der Prozessfestlegungen, nämlich über die vorgenannten Punkte hinaus, wurde bei GBKI und WIM umfassende Dokumentpflege betrieben. Das heißt, wir haben einfach verschiedenste Anpassungen und Fehlerkorrektürchen, nämlich zum Beispiel vor allem, das steht dann hier auch im Weiteren, dass da nämlich die Anwendungshilfen, die Umsetzungsfragen mit eingebaut worden sind. Also all das, was eigentlich sowieso schon, hier steht es ja, ne, alles, was bisher sowieso schon eigentlich im Markt bekannt war, als das solltet ihr vielleicht doch anders machen, ist dann jetzt auch schon mal in GBKI und WIM eingebaut worden. Das ist also natürlich auch irgendwie klar und verständlich. So. Und dann in Kraft treten, na, ist dann klar, GBKI und WIM als solche zum Oktober. Mehrere Stellungnehmer wollten einen längeren Umsetzungszeitraum.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir es bald machen. Und schlussendlich hat deswegen dann die Bundesnetzagentur gesagt, wir machen das zum Oktober 23, auch wenn wir hier ständig uns austauschen mit euch allen, dann kriegen wir das ja wohl hin. Und dann nur noch mal der Hinweis, dass die Netzlokation erst im April 24 kommen wird, weil die auch nicht für jeden im Massenprozess immer irgendwie notwendig ist, sondern nur da, wo es wirklich sinnvoll ist. Wir kommen ja gleich noch dazu, was es ist. Naja, damit haben wir schon mal einen Überblick darüber, was hier passiert. Okay, wir gehen jetzt mal wieder zurück auf Seite 15. Da fing es ja inhaltlich an. So genau, Einführung der Netzlokation als Identifikator. Kurz gesagt, wir haben ja bisher die Messlokation als den Ort, an dem tatsächlich die Messung durchgeführt wird. Also dahinter steckt dann auch der Zähler, ne? Aber das ist, ich sag mal, eine virtuelle Stelle im Zählerschrank, wo der Zähler so, wo der montiert ist, ne? Und das ist dann im IT-System der Marktteilnehmer das Standardobjekt für die Abrechnung. Ne? Also nicht für die Abrechnung, sondern für die Messung, also für die technischen Daten, für die Bewegungsdaten, für Zählerstände, Energiemengen, für Zeitreihen und so weiter. Ne? Also die Messlokation ist die Stelle, an der die Messdaten vorliegen, an die Stelle, an der gemessen wird. Die Marktlokation wiederum ist auch eine virtuelle Stelle, ein Stammdatenobjekt, an welchem alle Prozesse laufen. Also die Abrechnung wird über diese ID dann genau zugeordnet an die richtige Stelle, der Lieferantenwechsel, die Energiemengenbilanzierung, alle möglichen Prozesswelten, die wir in der Energiewirtschaft umsetzen, werden über die Marktlokation an eine Stelle eindeutig zugeordnet. Dann haben wir noch das sogenannte Lokationsbündel, was eine bunte Mischung von beiden vorgenannten ist, also Messlokation und Marktlokation, bei komplexeren Aufbauten. Also man kann sich das ja vorstellen, bei einem Gewerbegebiet mit einer zentralen Verwaltung, wo dann sehr viele Messungen, auch Einspeisemessungen von Solaranlagen auf Dächern und vielleicht noch ein Windrad irgendwo im Gewerbegebiet und dann verschiedenste Verbräuche, Büro dort und Anlagenhalle da und dann nochmal eine Anlagenhalle und dann nochmal ein Büro, dass das alles miteinander schön verrechnet werden kann und so weiter. Das könnte dann als Lokationsbündel verstanden werden und auch andere Varianten davon. Und die Netzlokation, wie ihr jetzt vielleicht ja auch hier schon angefangen habt zu lesen, ist jetzt schlussendlich die Stelle des Netzanschlusspunktes nochmal konkret. Und das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir manchmal Prozesse haben, an denen wir jetzt sagen würden, es geht uns tatsächlich um das, was unmittelbar am Netz wirkt. Also wir haben nur ein Gesamtvorhaben. Dieses, zum Beispiel das Gewerbegebiet im vorgenannten Beispiel, soll insgesamt vielleicht mal gerade 5% weniger Strom verbrauchen. Und deswegen müssen wir einen Steuerbefehl dorthin geben. Wir wollen jetzt aber nicht den Steuerbefehl an fünf verschiedene Marktlokationen von fünf verschiedenen echt dahinter steckenden Kunden, wo dann jeweils ja die Abrechnungsprozesse, Wechselprozesse und so weiter stattfinden würden, machen, sondern wir wollen nur einen Steuerbefehl an den Gesamtanschluss packen und das wäre dann hier in diesem Sinne diese Netzlokation. Also das ist auch wieder ein virtuelles Datenobjekt, ein Stammdatenobjekt zur Identifikation einer bestimmten Stelle und in diesem Fall die Stelle direkt am Netz, bei der wir die Zusammenfassung mehrerer Marktlokationen und Messlokationen aus einer Hand haben können und dementsprechend die Steuerung zum Beispiel oder die Wirkung viel, viel einfacher umsetzen können, um eben jetzt nicht fünf oder zehn Marktlokationen anzusprechen, sondern nur eine Netzlokation. Das ist im Großen und Ganzen der Hintergrund dafür. Das hat beispielsweise den Ansatz der Blindarbeit, die hier insgesamt am Netzanschlusspunkt mitfließt, die dann natürlich auch berechnet werden soll. Und jetzt will man nicht als Netzbetreiber sagen, oh ja, das müssen wir jetzt vierteln, weil dahinter vier echte Kunden stecken, sondern nein, wir berechnen die gesamte Blindarbeit an der Netzlokation. Und dann kriegt halt jemand, die Verwaltung zum Beispiel, die Rechnung und die kann das dann intern wieder weiter verrechnen an diejenigen, die es tatsächlich betrifft. So in etwa kann man sich das vorstellen mit der Netzlokation.
Gehen wir mal weiter. Erweiterung des Teilnehmerkreises, Kommunikationsdaten. Ne? Hier geht es um die Parten, die bisher nur für die drei zentralsten Massenprozessrollen, nämlich Netzbetreiber, Lieferant und Messstandbetreiber, verwendet worden ist und soll nun erweitert werden auf auch die Bilanzkreisverantwortlichen, die Übertragungsnetzbetreiber, die Bilanzkoordinatoren und die Energieserviceanbieter. Ne? Also das wird dann hier auch beschrieben, nochmal weiter oben, dass es bisher eben nur Netzlieferant, Messstandbetreiber war, ne? Hier diese drei. Und jetzt sollen einfach alle Strommarktrollen davon betroffen sein. Wobei genau dann auch der Konnektionsdatenaustausch der Sparte Gas in Kürze gleichermaßen per Edifact erfolgen wird. Das heißt, hier wird es dann in absehbarer Zeit auch eine Erweiterung geben, dass die Partien dann genauso für Gas das verpflichtende Mittel wird. Hierbei hat man davon abgesehen, die BDW-Codenummern-Datenbank als verpflichtende Stelle der Kommunikationsdatenrecherche einzuführen, sondern zu sagen, sie ist gerne nutzbar. Aber im Gegensatz zum Vorschlag des BDW soll die BDW-Codenummern-Datenbank nicht verpflichtend von jedem zu nutzen sein, was wiederum bedeutet hätte, dass sich jeder unbedingt dort registrieren muss, um auch Geld auszugeben. Ja, also das ist, also, ist ein kluger Vertriebsweg, das auch so hier vorzuschlagen, was sie hier gemacht haben, sondern nee, es wird im Großen und Ganzen gesagt, ihr könnt die gerne freiwillig ergänzend nutzen. Gerade auch für die Erstrecherche von Kontaktdaten ist es vielleicht auch notwendig, aber dann im Weiteren soll das Ganze über Edifact laufen. So, Einführung von universell nutzbaren Prozessen für die Bestellung und Abwicklung von Zählzeit, Schaltzeit und Leistungskurvendefinition. Das ist es im Großen und Ganzen, die detaillierte, ne, Parametrierung des Smart Meter für die, ja, Energiemengenzuordnung und Schaltung und Tarifwechsel und so weiter in automatisierten Massenprozessen. Was, oder zum Beispiel, ja, Leistungskurvendefinition, wo man sagt, ne, ein bestimmter Kunde darf jetzt seinen Leistungsbedarf aus dem Stromnetz ungeplant nicht mehr als 10% an bestimmten Tagen runtergehen lassen, an anderen Tagen vielleicht noch 5%, an ganz anderen Tagen darf der gerne auch um die Hälfte runtergehen, ne? Ungeplant, ne, zum Beispiel, das könnte so ein bisschen da der Hintergrund sein. Also es geht hier um ganz viele auch automatisierte Datenaustausche, die hier jetzt eben eine Datengrundlagsdefinition bekommen über eben diese Zählzeit, Schaltzeit und Leistungskurvendefinition. Und da steckt dann dahinter, dass sowohl Netz als auch Lieferant jeweils eine Übersicht ihrer eigenen Vorgaben, die sie da gemacht haben, schicken sollen. Und dann, wenn man die Übersicht gesehen hat und auch die Inhalte kennen möchte, dann eben auch die tatsächliche Definition des Netzes oder die Definition des Lieferanten verschickt werden wird, damit man eben weiß, was die Gegenseite so vorhat und dann machen möchte. Und natürlich auch hier wie immer Reklamation und Stornierung und so weiter, das ist also alles eingeführt werden. Das sind dann die hauptsächlichen Anpassungen in GBKE und WIM, dass eben diese Prozesse hier umgesetzt sind. In diesem weiteren Fließtext könnt ihr dann Hintergründe nochmal lesen, die erklären, was ja auch hier als Vorschläge von den Konsultationsteilnehmern so kamen. Und dass dann meistens die Bundesnetzagentur sagt, ja, aber wir machen es trotzdem anders, auch wenn hier ein Vorschlag kam. Prozesse zur Ausführung des Steuerbefehls, na, da läuft es darauf hinaus, dass also auf Grundlage dieser diversen Parametrierungen oder jetzt eines bestimmten Ereignisses eine Steuerungseinrichtung, ja, schlussendlich gesteuert werden soll und wie das laufen soll. Also wer hier vielleicht auch führend ist als Entscheider oder in welcher Reihenfolge oder Priorität hier also bearbeitet werden soll, das ist hier dann schlussendlich beschlossen. Im Großen und Ganzen soll es darauf hinauslaufen, dass das Smart Meter Gateway Administrator in der Mitte steht und das dann alles umsetzt, was ihm so ankommt, dabei aber vielleicht der Netzbetreiber gewissermaßen so die Prio 1 hat, weil er natürlich die Sicherheit seines Netzes erreichen will. Deswegen ist auch hier was fett hervorgehoben. Ne? Dem Gateway-Administrator kommt wie immer und hier besonders eine leitende Rolle zu. Und die Gateways ermöglichen auch Priorisierungen, wenn das Gateway einen vom Netzbetreiber ausgehenden Bedarf oder umsetzenden Befehl über Anweisung des Administrators an Steuereinheiten weitergibt oder selbst ausführt. Also es soll auch hier schlussendlich dann darauf hinauslaufen, dass die Netzbetreiber im Notfall in einem Engpass oder ähnlichem im Netz hier reagieren können.
Dann nochmal viel Blabla, was also alles dahinter steckt. Austausch von Preisblättern rund um diese Themen von gerade eben, ne, und auch die Abrechnung der Leistung dahinter. Das ist einfach nur unser bereits etablierter, automatisierter Preisblätter- und Abrechnungsprozess, den wir ganz ursprünglich von der Netznutzungsabrechnung kennen, jetzt mittlerweile auch von anderen Mesh-Betriebssystemen. Das ist 1:1 erweitert auf diese Tätigkeiten hier. Das ist also einfach eine Preisblatterweiterung. So, und Wertübermittlung, ich werde jetzt nicht komplett darauf eingehen, auf die Typ 1 Werte und Typ 2 Werte, das machen wir vielleicht sogar nochmal in einem separaten Video. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir, ich sag mal ganz grob, abrechnungsrelevante Ablesungen haben und nicht abrechnungsrelevante Energiedaten haben, die aber aus anderen Gründen wichtig sind, wie eben Netzzustandsdaten, Einspeisegang und so weiter. Und es hier einfach nur nochmal eine Typisierung gibt, rund um welche Daten aus dem Gateway sind, in welcher Form eigentlich wann wie wichtig und müssen wann wie von wem an wen übermittelt werden. Da ist also im Großen und Ganzen diese bekannte Tabelle, die über mehrere Seiten geht, die beschreibt, in welchem Fall welche Daten an wen zu schicken sind, Messwerte, ne, dass die einfach ergänzt ist. Preisplatz-Systematik hier erweitert worden, also bekannter Prozess erweitert auf unsere neuen Themen und auch hier nochmal Konkretisierung der Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung durch den Messstellenbetreiber, die hier dann auch automatisiert abgerechnet werden kann. Und einfach hier nochmal, dass in der Chance, dass der Lieferant die Messstellenbetriebsentgelte in seiner Rechnungslegung übernimmt, dass das einfach nochmal hier klarer ausformuliert wird und klargestellt wird, falls da eine Prozessunklarheit noch war. Wer sich damit genau beschäftigt, kann einfach jetzt hier in die Vorlagen reingehen. Und das machen wir auch, denn jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Nur noch ganz kurz, weil das Video ja schon wieder über 20 Minuten lang ist. Ihr habt dann jetzt hier also zuerst diese Änderungsversion. Das erkennt ihr daran, dass die hier 303 Seiten lang ist. Und ihr habt ansonsten nämlich die Leseversion mit nur 280 Seiten. In diesem Fall beim GBKE und bei der WIM. Änderungsversion 190, Leseversion 174 Seiten. Also da ist, wer es hübscher lesen will, nimmt die kürzere Variante. Aber wer auch die Stellen der Änderung sehen will, auch mal beim Durchscrollen sehen will, nimmt natürlich die längere Änderungsvariante. GPKI. So, und dann kann man ja einfach mal reingucken. Hier sieht man dann schon, es wurde also was geändert am Inhaltsverzeichnis. Leider kriegen die das nie so richtig hin, im Inhaltsverzeichnis die Stellen aufzuzeigen, an denen was geändert wurde, sondern es einmal komplett hier ersetzt. Naja, das ist halt am Ende Word. Ja. Hier steht ja auch noch im Dateinamen, steht auch noch DocX, obwohl das hier eine PDF ist. Man weiß also, wie die arbeiten, die Kollegen. Und dann, wenn man dann nämlich einfach mal scrollt, sieht man plötzlich, rot, hier wurde also was geändert, ne? API-Webdienst, plötzlich sind wir hier im Internetzeitalter angekommen, dass solche Punkte auch erklärt werden. Leistungskurvendefinition, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, mit dem Überschreiten und Unterschreiten an bestimmten Stellen, bla bla bla, die diversen Erklärungen sind hier drin. Damit kann man immer anfangen, wenn man erstmal wissen will, was hier läuft, einmal durchlesen. Dann sehen wir hier, die Netzlokation wurde ergänzt und dann wird auch die hier natürlich erklärt, kann man sich gerne mal durchlesen, wenn man das weiter verstehen will und dann anwenden will. Und dann, wenn man einfach mal runterscrollt in die diversen Prozesse, sieht man dann eben auch in diesen, ob was geändert wurde oder nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen rausscrollen. Ich nehme das Video gerade an meinem etwas schwächeren, sehr mobilen Laptop auf. Also nicht wundert, dass hier mal gerade so ein bisschen wie ruckelt. Normalerweise mache ich das, wenn ich weiß, dass es so mehrere hundertseitige PDFs sind, dann mache ich das auf einem anderen Rechner. Ja, genau, hier sehen wir dann zum Beispiel so komplett neu eingeführte oder komplett geänderte Bereiche und das kann man sich dann eben auch mal ganz explizit raussuchen, durchlesen. Ist hier ein neuer Use Case in dieser Form, weil das eine der neuen Preisblatt-Themen ist für die neuen Abrechnungsthemen, dann guckt man sich das eben an und weiß, das ist genauso aufgebaut wie sonst, Sequenzdiagramm, erklärende Tabelle und so weiter. Die Logik ist immer dieselbe dahinter. Und auf diese Weise würde ich auch tatsächlich am Ende vielleicht aus dem Inhaltsverzeichnis heraus nochmal gucken, welche Themen interessieren mich. Oder jetzt aus diesem Fließtext heraus schauen, einfach über diese Zwischenüberschriften, die wir hier hatten, was interessiert mich dabei. Und dann suche ich explizit danach, gucke mir das an. Dann interessiert mich irgendwann vielleicht noch ein anderer Punkt, dann gucke ich mir den auch nochmal explizit an. Aber dann habe ich halt jeweils immer nur 3, 4, 5 Seiten. Ja? Und über diesen Weg kann man sich durch diese Marktregeln auch durchkämpfen. Das ist nun also beschlossen von der Bundesnetzagentur. Am 21.11. ist das hier auch veröffentlicht worden. Ihr könnt hier einfach reinschauen.
und euch da auch selbst weiter durchlesen. Ich würde, wie gesagt, einige dieser Themen dann mal in den Videos in den nächsten Wochen und Monaten auch auseinandernehmen. Da gibt es eine ganze Menge interessante Ausführungen. Wir planen sowieso eine sehr konkrete Prozesserklärung auf unserem Lernportal in Zukunft, wo wir also viele der und irgendwann vielleicht auch alle der Prozesse abbilden in Flussdiagramm. Ihr könnt reinzoomen, ihr könnt einzelne Erklärungen für einzelne Prozessschritte euch anschauen und so weiter. Das ist ein cooler Service, der, glaube ich, auch nochmal helfen könnte. Und da werden diese Aspekte natürlich auch einfach mit reinspielen, weil die natürlich dort auch reingehören. Okay, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu den prozessualen Abwicklungen von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen, Universalbestellprozess, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos hier nicht verpasst. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Und mein Name ist Carsten Eckert.